Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, ich wusste nicht in der letzten Folge, ob wir damit irgendwas auslösen, deswegen habe ich hier lieber meinen kleinen Cut gemacht. Kein Strom. Und wir lösen gar nichts aus, weil wir keinen Strom haben. Okay. Jetzt möchte ich mich aber doch mal eben umschauen. Ich habe nämlich gerade gesehen, hier ist noch eine Leiter, aber da können wir anscheinend nicht drauf und sie nicht benutzen. Hallo? Hallo? Moment, halt, stopp. Was war das? Mein Gott. Was zeigt er mir hier? Die Soldaten müssen die Seilbahn aufgehalten haben, nachdem Sarah aufgebrochen ist. Ich muss einen Weg finden, sie zurück zum Bahnhof zu fahren. Das ist nicht besonders hilfreich. Okay, ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Müssen doch irgendwo, weiß ich nicht, Stromkasten oder irgendwas finden. Vielleicht ist deine Sicherung durch. Bleibst du mal hier? Vielleicht. Hallo, bleib doch mal stehen. Mein Gott. Vielleicht ist da ja irgendwo. Moment, da. Von rechts kommen wir rein. Ja, da muss es doch links noch weitergehen. Da ist doch noch eine Tür. Aber ich kann irgendwie nicht von der anderen Seite aus hier reingehen. Stopp! Nein, 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 nein! Ich habe was gesehen. Das ist ein bisschen echt scheiße, den hier zu timen. Hier oben. Da habe ich was gesehen. Jetzt kann es auf einmal da vorbeigehen. Na toll. Okay, da und hier klemmt. Unten. Klemmt. Klemmt. Haben wir denn irgendwas? Ach so. Geht das? Ja gut, das ist jetzt nicht so die Art. Oder doch? Okay. Eigentlich wollte ich jetzt loslassen und was anderes probieren, aber so geht's auch. Boah. Okay. Ja, wir haben die Seilbahn gefunden. Eieiei, war das jetzt kompliziert. So, müssen wir jetzt hier noch irgendetwas machen? Nee, ne? Da können wir die nur angucken. Okay, dann gehen wir wieder raus. Geh doch einfach weiter, genau. So. Nein, och, ich dachte, ich muss die Türen schließen. Okay, da ist noch was. Hör auf meine Stimme, kleiner Yukol. Hör auf die Stimme deiner guten Freundin. Kirk, du bist der Führer deines Volkes. Derjenige, der seinen Yukol-Brüdern auf den Weg zu Modernität und Fortschritt bringt. Diese archaischen Züge, die ihr einfach nicht aufgeben wollt, sind nur lächerliche Reflexe. Du musst dein Volk dorthin zurückbringen, wo sie herkommen. Ihr müsst sesshaft werden. Echte Häuser bauen, Schulen, Fabriken. In der Welt von morgen ist einfach kein Platz mehr für ein Nomadenleben.
Okay, hier kann ich wahrscheinlich nichts mehr machen. Dann suchen wir mal Kirk. Ich finde es immer wieder ein bisschen seltsam, dass diese ganzen Zwischen... Oh, was ist das denn hier? Dass die ganzen Zwischensequenzen so eine schlechte Qualität haben. Und man dann wieder ins Spiel Gerät. Reinkommt. Sarah hat recht. Man dann wieder ins Spiel reinkommt und das eine super 3D-Grafik ist. Also super natürlich für ein Adventure. Ne? Es ist natürlich nicht den heutigen Standards von irgendwelchen Action-Shootern oder so. Da ist noch was. Aber es ist... Oh, es ist ein Puzzle. Oh nein. Was ist das denn? Ein Walkie-Talkie, okay. Ach, das sollte ich hier rausholen? Okay. Ja gut. Ich wollte die anderen Sachen aber auch haben. Kann man hier noch irgendwas machen? Kann man hier runter? Nee, anscheinend nicht. Okay. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie uns jetzt ein Walkie-Talkie hier weiterbringt. Das scheint jetzt hier die Klinik zu sein. So, von außen, glaube ich, haben wir die noch nie gesehen. Da können wir rein. Können wir hier draußen noch irgendwas machen? Nee, anscheinend nicht. Die läuft automatisch runter. Okay. Gehen wir einfach durch den Vordereingang. Warum nicht? Oh. Und wenn die Amerikanerin kommt, Oberst? Wenn sie versuchen sollte, ihren Nomadenfreund zu retten, neutralisieren sie sie gewaltfrei. Wir müssen sie der amerikanischen Justiz möglichst unversehrt ausliefern. Und der junge Nomade? Olga Jefimova kümmert sich um ihn. Während meiner Soldatenlaufbahn habe ich viele Menschen getroffen und Dinge gesehen. Und Feldwebel? Dr. Jefimova macht mir Gänsehaut. Mir auch, Soldat. Mir auch. Das kann ich gut nachempfinden. Benutzen. Es funktioniert nicht. Soll ich ein Messer werfen? Nichts. Vielleicht kann ich den Versuchen Tank wir etwas anderes. Okay. Oh, okay. Hier spricht Dr. Olga Jefimova. Was ist los, Olga? Oben gibt es einen Aufstand? Ja, das... Ich höre, Olga. Over. Ein Aufstand wäre natürlich super, ne? Oberst, das Personal ist oben mit einem Patientenaufstand konfrontiert. Ihre Pfleger können sich nicht darum kümmern? Ich rufe sie an, weil sie überwältigt wurden. Verlieren. Ich hoffe, Sie stören uns nicht ohne Grund, Olga Jefimova. Okay. Ich schätze, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich denke, das ist der Ausgang. Was um alles in der Welt ist hier passiert? Da ging es, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Ne, okay. Dann mal schnell zurück. Übrigens, sehr schöne Gemälde im Hintergrund. Mal schnell zurück und mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Frau Walker, kommen Sie schnell! Dr. Samyatin, aber was ist los? Es ist Olga. Sie hat ihre Soldatenfreunde in meine Klinik geholt. Direkt nachdem Steiner Kirk seine Prothese angepasst hat. Die Soldaten wollten sie am Verlassen der Klinik hindern. Steiner wollte nicht auf sie hören. Er hat wirklich Stunk gemacht. Also haben sie ihn in die Mangel genommen. Mein Freund hatte einen Anfall. Frau Walker.
Ich bin hier, Herr Steiner. Sie müssen den jungen Kirk retten. Diese Frau, Olga, sie ist ein Ungeheuer. Ihre Feindin und dieser Oberst. Beschützen Sie die Yukul vor diesen Verbrechern. Sorgen Sie dafür, dass sie an ihrem Ziel ankommen. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Steiner. Okay. Was wollen Sie tun, Dr. Samyatin? Ich kümmere mich natürlich um meinen Freund Steiner. Der arme Mann braucht ärztliche Versorgung. Ich denke darüber nach, ihn in einem Geheimgang zu verstecken, bis die Soldaten die Klinik verlassen haben. Aber Sie, Frau Walker, Sie müssen sich beeilen und Kirk helfen. Frau Walker? Ihr Medaillon. Das Herz. Sie wissen schon. Es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X-2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also bräuchte es nicht viel, damit Sie Ihren Freund Oscar eines Tages wieder zurückbekommen. Ich... Ja, Herr Steiner. Natürlich. Ich denke daran. Wecken Sie Kirk und befreien Sie ihn. Okay, also ich denke mir mal, dass wir jetzt hier nicht mehr wirklich was machen können. Ich wollte aber eigentlich hier rechts hin. Oder auch nicht, weil das ist eine Sackgasse. Okay, dann gehen wir halt weiter den Gang runter. Hier das Zimmer wird es nicht gewesen sein. Ich meine, das war komplett woanders, oder? Da kommen wir nicht rein. Oh, wir sind hier in den Fängen. Ist hier nicht die komische Olga gewesen? Nee, hä? Ach, hier geht's weiter. Meine ich doch, das war doch ihr Büro. Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay, da kann man was nehmen anscheinend. Olgas Statuette, okay. Ich hoffe, die nicht so gute Olga kommt nicht so schnell wieder zurück. So. Kirk? Kirk, ich... Wenn du mich hören kannst, hör einfach auf meine Stimme. Dein Stamm braucht dich. Der Zug kann ohne dich nicht stattfinden. Das bringt überhaupt nichts. Was? Oh, Moment, hä? Ah, okay. Das ist nicht richtig. Auf keinen Fall. Versuchen wir etwas anderes. Okay. Keine Chance. Unmöglich. Das funktioniert nicht. Aber wo ich das gerade gesehen habe, das Fläschchen ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hör mir zu, Kirk. Du musst zu dir kommen. Aber ich kann es nicht benutzen, ne? Ich würde gerne... Ich weiß ja nicht, was das für ein Trank ist, dieses Schamanengetränk. Kann ich aber nicht benutzen, so wie es aussieht. Haben wir denn irgendwas in den Dokumenten? Ich weiß nicht mal, was wir damals alles für Dokumente bekommen haben. Den Code. Notiz des Aufsehers. Genau, der hatte uns doch was gegeben. Ach so, das war nur... Ja gut, okay. Das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Es ist doch sonst noch irgendwas in einem Raum hier geben, oder nicht?
Kann man nichts nehmen? Oh, Moment, was ist das? Was hast du denn jetzt da gefunden? Notiz von ja, nicht weg. Ich will das lesen. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie weit. Oh, diese Furie Olga hat sich natürlich die Zeit genommen, den Code zu zerreißen. Okay. Doktor, Psychiatrie und so weiter und so fort. Madame Olga, gemäß Ihren neuen Anweisungen habe ich Ihnen unseren jungen Nomadenpatienten geschickt, falls Sie ihn aus dem mechanischen Therapieapparat herausholen möchten. Der Code lautet... ja, toll. Das bringt uns dann natürlich auch nicht allzu weit. Gibt es denn hier nicht irgendwie einen Hinweis oder so? Auch nichts. Ich gehe doch einfach mal direkt ein paar Schritte weiter. Da ist ein Rätsel. Nee, kann ich da jetzt von vorne gar nicht ran, oder wie? Okay. Aber wie bringt uns das weiter? Also das Pendel hört damit auf. Das Problem ist nur, können wir da irgendetwas benutzen? Ja, zum Benutzen können wir immer nur oben die Sachen verwenden. Hier kann man jetzt auch nichts irgendwie... Kann man von oben angucken, aber das bringt uns jetzt auch nicht viel, ne? Ja, ich möchte hier rausgehen. Hier kann man auch nicht mehr zurück. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man, Moment, kann man irgendwas vielleicht mit der Statue machen oder so? Also irgendwie denke ich, dass es wohl was mit dieser Statue zu tun hat. Ich weiß aber nicht, was dann da gerade blinkt. Weil es ist ja, wir haben die ja nicht umsonst bekommen, nehme ich mal an. Es ist wahrscheinlich das riesige Monster, was hier im Wasser liegt, ne? Es hat zwei Löcher. Aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Unmöglich. Ich verstehe nicht... Hier, das kann man... Kann man denn vielleicht jetzt was drücken? Nee, auch nicht. Ja. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt hier eine Stunde lang rumprobiere, würde ich da jetzt einfach mal spontan sagen, das war... Oh, Moment. Hä? Ich habe mir jetzt die Statue angeguckt. Was ist das denn? Da steht was... Moment. Ich glaube, ich komme weiter. Ja, ja, haha. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, das funktioniert. Okay, perfekt. Die Frage ist jetzt bewusstlos. Nur, ich muss ihn aufwecken. Ja, vielleicht ist das ja so ein Zeug, womit man Bewusstlose aufwecken kann. Ich weiß ja nicht, was da alles drin ist. Aber ich kann es nicht benutzen.
Wieso kann ich es nicht benutzen? Er ist bewusstlos. Ich muss ihn aufwecken. Ja. So weit waren wir jetzt gerade schon mal, ne? Hier kann ich auch sonst nichts machen, ne? Außer die Büroklammer ist jetzt hier auch nichts drin. Ach, jetzt auf einmal... Och, wieso muss man immer tausendmal alles angucken, damit man dann irgendwann mal... was? Noch eins von Olgas Neuroleptika. Wer weiß, wie viel sie ihm davon initiiert hat. Hinten. Es bringt nichts, Kirk noch mehr Medikamente zu verabreichen. Ja, ja, ja. Aber was ist denn, wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Können wir da nicht die Flasche mit benutzen? Ach, die machen mich total kirre hier. Es bringt nichts, Kirk noch mehr Medikamente zu verabreichen. Ist ja gut, ist ja gut. Haben wir jetzt was Neues, wo wir was machen? Er ist bewusstlos. Ich muss ihn aufwecken. Wenn ich jetzt nochmal hier unten gucke, weil irgendwie immer, wenn ich jetzt hier unten geguckt habe und nichts machen konnte und wieder zurückgegangen bin, dann, ja, funktionierte das irgendwie. Aber anscheinend nicht. Noch eins von Olgas Neuroleptika. Wer weiß, wie viel sie ihm davon initiiert hat. Moment. Ah! Ah, ich kann das öffnen. Ah, jetzt kommen wir hoffentlich der Sache näher. So, wieder zum... Ah, ja, genau. Und jetzt kommt hoffentlich oder auch nicht das Schamanengetränk. Nein, eine Injektion mit einer leeren Spritze könnte ihn umbringen. Dann mach da doch was rein, verdammte Hacke. Kann man irgendwie den Stopfen rausziehen oder sowas? Moment. Ne? Was soll ich denn damit? Das weiß ich nicht. Du sollst es einfach nur benutzen. Was soll ich denn damit? Ist das denn so schwer? Anscheinend ja. Ach, ist das euer Ernst jetzt? Ehrlich, ist das euer Ernst? Ich muss das aufmachen. So. So, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann. Zack, so ist die Injektion. Oder? Nee, jetzt wird es erst indiziert. Kate Walker? Was tust du hier? Das erkläre ich dir später, Kirk. Wir müssen sofort zurück zu deinem Stamm. Sie warten nur auf uns, dann überqueren sie den See. Ich kann diese Gurte nicht mit bloßen Händen lösen. Hallo. Da ist ein Fach neben dem Bett. Das Personal hat es jedes Mal bedient, wenn sie mich losgemacht haben. Das hier? Ach, neben dem Bett. Nee, neben dem Bett. Okay. Das Problem ist nur, ich würde nämlich jetzt gerne mal so langsam cutten. Da er jetzt auch gesagt hat, neben dem Bett, nehme ich mal an, müssen wir jetzt erstmal wieder zurück und müssen in eine andere Abteilung gehen, da wo halt eben sein Bett gewesen ist. Dann würde ich wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dieser Rettungsaktion dann in der nächsten Folge weiterführen werden. Hoffentlich nicht ganz so verzweifelt wie in dieser Folge. Bis dann. Ciao.